Ja, mal wieder eine Klausur der Fraktionsspitzen der Großen Koalition und wieder nichts passiert. Wir haben gesehen, demonstrierte Einigkeit, obwohl es da sehr viel internen Zwist gibt. Da haben die Fraktionsvorsitzenden Kauder, Nahles und mit Herrn Dobrindt sich mit Schneebällen beworfen. Viel Einigkeit wurde demonstriert, passiert ist aber gar nichts. Es gab keine konkreten Ergebnisse, obwohl wir doch in einer Zeit sind, wo die Herausforderungen unser Land riesengroß sind, wo wir unser Bildungssystem modernisieren müssen, wo wir für Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger sorgen müssen und stattdessen nur Geplänkel und kaum nennenswerte Ergebnisse. Es wurden dann ja ein paar Dinge uns verkauft als der große Wurf, zum Beispiel das Baukindergeld für Familien mit mittleren Einkommen, die sich den Erwerb eines Hauses, einer Wohnung oder eines Baus sonst nicht leisten können. Aber man muss sagen, ganz klar, dass dieses Baukindergeld, was sehr, sehr viel Geld kosten wird, komplett an den Problemen vorbeigehen wird. Sinnvoll wäre es, dass wir jetzt Maßnahmen entwickeln, die schnelleres Bauen ermöglichen, die den Bau von mehr Wohnungen ermöglichen, die das Ganze einfacher macht und beschleunigt. Und da wäre unser Vorschlag zuallererst einmal, dass wir einen Freibetrag auf die Grunderwerbsteuer machen, sodass auch für 500.000 Euro für den Erwerb einer ersten Wohnung, sodass die Familien wirklich in die Lage versetzt werden, die teuren Nebenkosten zu finanzieren und leichter und schneller in Eigentum zu kommen, sodass unser Land eine Nation von Eigentümern werden kann. Und außerdem müssen wir die politischen Rahmenbedingungen ändern, sodass wirklich schneller gebaut werden kann. Da müssen wir vor allem erstmal die Baukosten in den Blick nehmen. Wir brauchen einen Baukosten-TÜV. Wir müssen sehen, dass wir die großen Bürokratie bei staatlichen Auflagen entrümpeln. Und wir müssen dafür sorgen, dass der Staat seine großen Auflagen und Vorgaben endlich zurücknimmt. Die sind nämlich für einen ganz, ganz großen Teil der hohen Baukosten überhaupt verantwortlich. Das wäre der richtige Weg gewesen, aber nicht ein teures und ineffizientes Baukindergeld.